Hallo YouTube, hier ist wieder euer Bruno, da bleibt ganz cool. Ja, ein enttäuschter Bruno. Ja, ich muss mal wieder ein ernstes Wörtchen reden. Nein, Spaß. Das hier ist kurz zur Info ein Team Deathmatch auf, was ist das? Tja, auf Straßen, meiner Lieblingsmap. Ich starte mal direkt mit einem Headshot und mit dem ersten Thema. Ah ne, vorher noch was zur Klasse, Tarnung, Sprint. Erhöhte Schaden, erhöhte Panzerung, wegfallende Aktivierungseffekte und Waffenstabilisator, also das Übliche. Und erstmal muss ich ein bisschen was zu Transformers sagen. Und zwar haben jetzt immer mehr, scheint mir so, das Spiel bekommen. Ich weiß nicht, zu Weihnachten haben sie es gekauft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind immer mehr Noobs in dem Spiel. Also jetzt nicht Noobs im Sinne von Anführer, Schlachtruf, Granatwerfer und so, sondern im Sinne von Level 0. Also welche, die noch wirklich sich gerade das Spiel gekauft haben und das vorher noch nie gespielt haben. Da habe ich jetzt wieder ein paar Lobbys getroffen und da waren dann echt viele drinne und ich, nicht nur in einer, sondern ich bin in jede Lobby, in die ich reinkam, da waren dann mindestens irgendwie zwei, drei Leute, die noch nicht, noch nirgendwo mal Level 1 waren oder so. Wisst ihr? Und das wollte ich eigentlich nur mal loswerden. Ist ja schön, dass immer mehr neue dazu kommen. Ist auch schön zum Spielen. Weil dann hat man es immer leichter, ein gutes Gameplay zu machen. Hier ist eigentlich gar kein Noob drin, außer einer, der vielleicht ein bisschen blöd ist, muss man dazu sagen. Glücklicherweise muss man sagen, war hier kein Noob drinne. Aber diesmal Noob im Sinne von hier Dingens Anführer und so weiter, weil die Runde davor, die hättet ihr mal erleben müssen, da war echt, ach du Scheiße, holla die Waldfee, da waren echt nur Noobs drinne. Also hier Game Over, den ich gerade hier töte, der hatte Anführer benutzt und so weiter. Aber ich merke gerade, dass das Gameplay leider schon die Hälfte rum ist, deswegen mache ich gleich mal das nächste Thema und zwar ist das Transformers Fall of Cybertron. Ja, es wird ein neues Transformers Kampf um Cybertron geben und das wird Herbst 2012 rauskommen, also dieses Jahres. Wir müssen uns noch etwas gedulden. Ich freue mich schon richtig drauf, ich habe Gutes darüber gehört. Genaueres kann ich auch noch nicht sagen, da ein englischer Commentator hat da ein bisschen was drüber gesagt, vielleicht stelle ich einen Link vom Video unten rein und warum ich den nicht getroffen habe, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall erzählt er ein bisschen was zu und ich glaube, Englisch solltet ihr können und von daher könnt ihr dem ja zuhören, weil ich habe jetzt keine Lust, genau dasselbe zu wiederholen, das wird eh viel zu lange dauern. Dann mein Thema, mein nächstes Thema muss man sagen, ist das Thema, was mich so erschüttert hat und zwar gibt es jetzt nicht nur Neulinge in jedem Spiel, sondern es gibt auch immer mehr Anführer-Noobs in jedem Spiel. Und das regt mich ehrlich gesagt ziemlich auf. Also da man findet eigentlich kein gescheites Spiel mehr. Und das regt doch ziemlich auf. Ich möchte lieber ein Spiel haben, wo alle, keine Ahnung, was weiß ich, alle Späher sein müssen oder sowas. Irgend so ein Spielmodus, wo keiner Anführer ist oder was weiß ich, wo jeder dieselben Voraussetzungen hat und sich niemand da einen Vorteil irgendwie machen kann. Dann ein Grund, warum ich dieses Gameplay genommen habe, werdet ihr am Ende sehen, ganz am Ende. Und zwar mal wieder ein Host Quit. Und weil sich Activision ja zu schön für eine Host Migration oder so war, gibt es hier keine Host Migration und wenn der Host rausgeht, ist das Spiel natürlich automatisch beendet. Und das regt in letzter Zeit ziemlich auf. Ich habe vorhin, wo ich das Gameplay hier gespielt habe, habe ich dreimal vorher in anderen Lobbys, in drei verschiedenen Lobbys, immer gespielt und sobald das Team richtig verkackt hat, wo der Host drinne war, ist der immer sofort rausgegangen oder kurz vor Ende oder so. So dass keiner Erfahrung kriegt. Das regt mich auf. Und deswegen habe ja, das regt mich auf. Und deswegen habe ich dieses Gameplay genommen, weil da wird am Ende dann auch der Host rausgehen.
Aber den letzten Kill mache ich noch, da war er zu langsam. Das war es dann auch noch. Dann mein nächstes Thema ist mit Freundschaftsanfragen. Es ist immer schön und gut, wenn ihr mir bei Transformers Freundschaftsanfragen sendet, bin ich auch immer froh drüber. Aber ich nehme sie dann auch an, wenn ich online komme. Aber bitte, wenn ich dann online komme, dann spamt mich bitte nicht mit Anfragen voll, ob ich nicht in euer Spiel kommen will. Weil das regt mich doch schon ziemlich auf. Hier übrigens die Szene, hier hat mich Game Over mit dem Ionenverdränger getötet, den ein Panzer aus unserem Team, hier der Autobot X, immer wieder neu erstellt. Und das regt mich ziemlich auf, weil ich so immer am Ionenverdränger verreck. Also mit den Freundschaftsanfragen, deswegen heiße ich auch hier in dem Gameplay anders, weil ich mal einen anderen Account nehmen wollte, wo ich nicht andauernd zugespammt werde, weil das nervt doch schon ziemlich während des Spiels oder während des Videos, wenn da irgendjemand mich die ganze Zeit zuspammt und dann steht da unten rechts immer nur Person XY will spielen und das nervt dann schon ziemlich, da muss schon einige Gameplays weg in die Tonne kloppen, weil das so kacke da aussah. Der kriegt kurz einen Headshot. Und ich muss schon mal gleich von Anfang an sagen, na, den habe ich leider nicht mehr gekriegt, dass das Spiel jetzt 16:1 ausgeht und damit verabschiede ich mich ja auch schon. Tschaußen, euer Bruno. Du bist ein Noob. Du bist ein Noob.